Die letzten Monate waren für die gesamte E-Health-Branche enorm ereignisreich. Wir alle wissen, wie wichtig die Digitalisierung für ein vernetztes und leistungsstarkes Gesundheitswesen ist. Aber wie wertvoll digitale Anwendungen und Prozesse tatsächlich sind für die Ärzte, für das medizinische Personal, die Pflege und natürlich auch die Patienten, das hat sich in den beiden letzten Jahren in der Pandemie in einer ganz neuen Intensität gezeigt. Darum hat das Thema jetzt auch Fahrt aufgenommen. Ein Beispiel: Für mich persönlich ist das Krankenhaus-Zukunftsgesetz quasi ein Startschuss in ein neues Zeitalter der deutschen Gesundheitscommunity. Das lässt für die Zukunft hoffen, denn im internationalen Vergleich ist das Digitalisierungstempo in Deutschland noch viel zu langsam. Ich bin überzeugt davon, dass uns vor allem die Effekte des KHZG eines zeigen werden, nämlich dass eine sinnvolle Automatisierung und der gezielte Einsatz von Technologie enormen Nutzen stiften. Als führender E-Health-Anbieter sind wir ein Brückenbauer zwischen den Gesundheitsprofis und der Politik. Wir denken der Digitalisierung ganzheitlich, denn wir bringen sie gleichzeitig in die Arztpraxen, die Apotheken, Labors und Krankenhäuser. Und wir haben zusätzlich auch die Patienten-Journey. Wir haben unseren Klinikbereich in den letzten Jahren enorm entwickelt. Besonders wichtig sind mir dabei die Fortschritte beim Ausbau unseres neuen CGM Clinical. Das ist ein KISS der nächsten Generation. Wir haben es funktional vorangetrieben und wir haben auch viele neue Kunden gewonnen. Allen voran gehört dazu das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Das ist eine der führenden Universitätskliniken Europas, auch in Sachen Digitalisierung. Oder die Bodelschwingschen Stiftung Bethel. Das ist immerhin einer der größten Komplexträger in Deutschland. Wir merken, dass unser strategischer Ansatz vielen Kunden nicht nur tagtäglich hilft, er begeistert. Das liegt an den völlig neuen Möglichkeiten, Daten auf Basis von semantischen Modellen zu managen oder daran, dass wir eine völlig neue User Experience anbieten. Und es liegt an unserer Gesamtvision für die zukünftige Unterstützung großer Gesundheitsverbünde. Wir haben viel in unsere Vorstellung davon investiert, wie eine digitale Unterstützung entlang der gesamten Patienten-Journey aussehen sollte. Und wir sehen jetzt, dass wir damit extrem gut ankommen. Dabei spielen neben unserer Produktstrategie auch strategische Firmenzukäufe eine wichtige Rolle. Dass wir mit den Zukäufen der Zörner-Gruppe unser Krankenhausgeschäft deutlich gestärkt haben, ist bekannt. Und mit der Akquisition von Visus Health IT haben wir uns auch im Bereich der Radiologie-Software entscheidend verstärkt. Der Krankenhausmarkt wird sich in den kommenden Jahren wandeln. Und wir spüren ein sehr großes Interesse an unserem modernen Produkt CGM Clinical. Wir sind die Einzigen, die ein komplett neues KISS gebaut haben. Das werden wir auf der DEMEA in aller Breite zeigen. Wir haben in allen Bereichen etliche neue Features und präsentieren die auch durchgängig hier vor Ort. Mit diesen neuen Funktionen erfüllen wir natürlich auch die Anforderungen, die das KHZG an Krankenhaussysteme stellt. Nach den Akquisitionen in den letzten Jahren zeigen wir natürlich auch eine Reihe von neuen Produkten. Wir bauen Medico weiter aus und mit den Produkten von Visus und KMS haben wir ganz neue und sehr gute Lösungen in unserem Portfolio. Das alles wertet unser Angebot als CGM im Sinne eines One-Stop-Shops für Kliniken nochmal deutlich auf. Außerdem rücken wir den Patienten in den Fokus. Für uns ist es wichtig, dass wir durchgängige Szenarien von kompletten Patienten-Journeys abbilden können, auch über den reinen Klinikaufenthalt hinaus. So können wir die enormen Vorteile von institutions- und bereichsübergreifenden Behandlungspfaden demonstrieren. Als ein weiteres Highlight rücken wir darum unsere ClickDoc-Plattform ins Rampenlicht. Während praktisch die gesamte Branche aktuell noch über Patientenportale spricht, gehen wir mit ClickDoc als innovativer Plattform einen großen Schritt weiter. Wir geben damit die Antwort auf die Frage, wie Patienteninteraktion mit einer zentralen Softwareplattform effektiv und nutzerfreundlich digital umgesetzt werden kann. DEMEA – Connecting Digital Health.